Meine lieben Phantasmagoria Friends, wir haben letztes Mal Happe kennengelernt. Happe ist ein Kaufmann, der uns erst ein bisschen irritiert hat. Er war unhöflich, hat sich dann aber wieder gefangen und wir wollen mal uns hier ein bisschen in den... Pardon, ich muss jetzt reinklicken, pardon. Wir wollen uns hier erstmal ein bisschen im Laden hier umklicken. Das ist wahrscheinlich die Dings. Hier können wir noch rein. Wir gucken mal, wo wir so hinkommen, weil wir sind ja in die Stadt gefahren, um shoppen zu gehen, ne? Was haben wir? Oh, fertig, Pizza. Krieg ich eine Pizza? Oh, was? Oh, das ist... Da geht's wieder raus. Hier ist nichts. Wieso ist hier nichts? Oh, hier können wir Dosen werfen. Da geht's noch weiter. Okay, da geht's noch weiter. Oh, was ist das? Suppenknochen gratis, ja, wenn das nicht mal praktisch ist. Wir haben da einen kleinen Hund, ein kleines Hundeproblem und das ist wunderbar. Dann Adrian greift zu, Baby. Denn wir haben erfahren in der letzten Folge, dass Malcolm, der Typ, wo wir schon mal seine Post so ein bisschen unter die Lupe genommen haben, dass der bei Kano, also auf dem Kano-Besitz bei Kano gelebt hat, als Junge und... Wo geht's denn da noch hin? Und wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Knochen gefunden und das sind Gratis-Knochen. Und ich will jetzt mal ganz kurz hier mit Happy Boy sprechen. Mal gucken, ob ich... Happy Boy, pass mal auf, Kollege. Wir nehmen jetzt hier mal den Knochen. Gibt's ja auch Kann ich Ihnen helfen? Oh nein, vielen Dank. Ich schau nur. Okay. Okay. Er ist dann doch ganz nett. Gut, Adrian, vom Schauen werden die Nudeln nicht gekocht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal, wir gucken jetzt mal bei Malcolm vorbei. Wir können aber auch nochmal zu der Antiquitätentante gehen. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Wir gehen hier einmal rum, ne? Nepa Bromstedt ist nicht das Größte. Und jetzt sind wir schon mal hier. Dann können wir auch schon kurz zu Malcolm gehen und gucken, wie der Hund so auf den Knochen reagiert. Wir wissen ja, Wachhunde dürfen nichts von Fremden annehmen, aber es hat bei George Stobart auch schon geklappt, ne? Was sollte hier bei Adrian schief laufen? Pass mal auf, gutes Hündchen, braves Hündchen, da ein kleines Hochenknochen für das Hündchen. Guter Hund. Ja, ja. Guter Hund. Hatte ich bei George Stobart schon gefragt, schon gefragt, Wachhunde dürfen das doch gar nicht, oder? Wir klingeln jetzt einfach mal. Den Hund haben wir aus dem Weg geräumt, mehr oder weniger auf friedliche Art und Weise, ne? Also es ist keinem was passiert, ne? Wir hatten lecker Knochen jetzt, ne? Und Malcolm, ne, hat sich halt gerade angeboten. Da waren wir jetzt gerade in der Nähe. Und gucken wir mal, ob wir da... Adrian, ist da, klopf doch mal. Klopf. Dok. Ja, was wollen Sie? Ma'am, ich habe gerade den Kanowaschbesitz gekauft. Und ich hörte, der Mann, der hier lebt, Malcolm heißt er, lebte dort als Junge. Und? Also, ich wüsste gern, ob ich vielleicht mit Malcolm sprechen könnte, was er dort erlebt hat. Ich habe viele Fragen, die ich ihm stellen möchte. Nein, Mr. Wimshadow ist ein sehr alter Mann. Ich sehe keinen Grund, Sie hineinzulassen und ihn mit unangenehmen Erinnerungen zu stören. Aber... Ich sagte nein. Mr. Wimshadow ist ein Agitator. Die wollte aber auch mal... Okay, ich glaube, das Problem wird schwieriger als der Hund. Ein Hund kannst du mit dem Knochen, wenn er halbwegs schlecht erzogen ist, außer... Okay, wir versuchen ganz kurz mal hier, den haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das wunderbare Auge. Ah... So, es ist auf jeden Fall präpariert. Wir können da erstmal drauf klarkommen. So, pass mal, wir wieder zurück. Wir klopfen nochmal, ne? Geht nicht. Ich glaube, da kann man auch nur, glaube ich, einmal pro. Ich weiß es nicht. Das ist alles begrenzt hier, ne? Hundi, du kommst erstmal nicht wieder, ne? Ich dachte gerade, die hätten uns eingesperrt, aber nein, alles gut. Alles gut. Können wir nochmal eine... Okay, dann würde ich sagen, wir waren gegangen zum Shoppen in die City gefahren, ne? Also, ich dachte schon, du schmeißt einen Ball, gehst. Wir gehen jetzt mal zu Antiquitäten, zu Lou's Antiquitäten und gucken mal, was Lou so auf der Pfanne hat und, ja. Sagten Sie jetzt Kamin aus dem 18. oder dem 19. Jahrhundert? 18. 18. Unglücklicherweise habe ich im Moment überhaupt keine. Aber ich habe schönen alten Schmuck, wenn Sie sich dafür...
Oh, aha. Ich verstehe. Ja, ja. Okay. Okay. Ja, verstehe. Ich halte dann ein Auge nach Kamin offen, komm hin, ob okay. dir die Beschreibung passt. Und Sie sagten, Sie würden gut zahlen? Ja. Ja, was bezahlt er denn jetzt? Sag's uns. Alles klar, ich rufe sicher zurück, wenn ich etwas finde. Also muss es nicht mehr gern sein. Gern geschehen. Ja, ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ja, ja. Hallo, Baby. Hallo. Irgendwas gefunden? Ach, danke, ich schau nur. Nur die Ruhe, meine Liebe. Ich bin immer da, wenn Sie Fragen haben. Okay. Ah, das ist kurz aber schön. Danke. Ah. Alle haben ja einen wunderbar amerikanischen Akzent. Da falle ich gar nicht auf, wenn ich Angst habe. Das ist aber eine gute Sache, nicht wahr? Ja, 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 ja. Bolivers, wenn ich Angst habe, habe ich immer den amerikanischen Akzent. Oder ich singe. When the moon is right, like a big pizza pie, somewhere. Was haben wir denn hier so alles für schöne, wunderbare Dinge? Können wir denn irgendwo nirgendwo hingehen? Und da kommen wir zurück, aber zurück will ich nicht wieder gucken. Ich will shoppen! Na gut, dann quatschen wir mal mit ihr. Ne? Ma'am? Ma'am? Ja? Hallo. Mein Name ist Adrian Delaney. Spiegel und ich bin gerade aus Boston hierher gezogen. Könnten Sie mir vielleicht sagen... Sagten Sie, dass Sie Adrian Delaney heißen? Mhm. Sind Sie die Romanautorin? Ganz das genau. ist richtig. Ja, ja. Warum fragen Sie? Oh, ich habe Ihr Buch Blue Moon Rising einfach geliebt. Blue ich Moon konnte Rising. Es eine Woche nicht aus der Hand legen. Mhm. Kann ich Ihr Autogramm haben? Ja, ja. Kostet aber Geld. Ja, wir sind gerade kalt. Hier, bitte. Oh, vielen Dank. Oh, bitteschön, bitteschön. Worum geht es Ihrem nächsten Buch? Oh. Lassen Sie sich doch überraschen. Ja, genau, da kann schade, ich, ich habe befürchtet, Sie würden das sagen. So, wie kann ich Ihnen helfen, Adrian? Adrian? Ich habe mich gefragt, ob Sie wohl etwas über diese Gegend wissen. Hören Sie, ich weiß alles, was hier passiert. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie diejenige sind, die den alten Kornwaschbesitz gekauft haben. Wohl wann war. Immer Sie Fragen haben, ich bin die Richtige. Klasse, das werde ich tun. Danke. Luann. Die meisten Leute nennen mich Lou. Oh, danke, Lou. Steht doch draußen auf deinem riesengroßen Schild. Lou's Antiquitäten. Und wir hatten fast durch selbstständige Deduktion, durch unsere deduktiven Fähigkeiten, die ein Roman-Autor einfach haben muss, dass sie das. Gut, wir können jetzt nochmal anquatschen. Ich habe eine Frage. Ich auch. Was wissen Sie über einen sehr alten Mann namens Malcolm? Malcolm in the Middle, okay. Malcolm Wormshadow? Wormshadow. So, was? Ein merkwürdiger alter Mann. Ich habe ihn Monate nicht gesehen. Obwohl Ethel manchmal in die Stadt kommt, um einzukaufen. Wer ist Ethel? Oh, das ist Malcolms Pflegerin. Sie ist auch seine Haushälterin, Freundin und so weiter. Er ist schon sehr alt. Wissen Sie, fast 110. 110? Ist das möglich? Ich sagte doch, er ist merkwürdig. Er ist fast so, als wäre er unsterblich oder so. Die meisten Leute in der Stadt meiden ihn. Sie nennen ihn einen Hexer. Aber ich glaube nicht an das Geschwätz. Ich würde gern mal mit Malcolm sprechen. Er lebte damals als Kind in meinem Haus, oder? Bei Kano? Das ist wahr, so war es. Aber ich bezweifle, dass Sie mit ihm sprechen können. Er lebt wie ein Einsiedler, sehr zurückgezogen. Ich würde es gern versuchen. Ich habe eine Menge Fragen. Kein Wunder, dass Sie ein guter Autor sind. Sie haben eine Menge natürlicher Neugier. Also, um ihn zu finden, er lebt etwa eine Meile von der Stadt. Sie müssen einen Feldweg entlang und auf der anderen Seite der Brücke. Ich wüsste, wir haben seinen Hund schon gefüttert. Vielen Dank. Okay. Klar. Ja, das ist natürlich eine Malcolm in the Middle, ne? Wer kennt die Serie? Ja, der ist 110 Jahre alt, ne? Ihr wisst ja, ne? Geboren 15 und 18 in den schottischen Highlands und ich bin unsterblich. Und das gibt's, das kommt vor, das passiert, das ist eine Laune der Natur. Da war ein Kuckuck. Ich habe eine Frage. Hallo. Oh, hallo, wie kann ich helfen? Oh, ja, tut ja. mir leid, Sie nochmal zu stören, aber... Nein, mir nicht. Ich bin neugierig wegen des Kanowaschbesitzes. Oh ja. Was können Sie mir darüber sagen? Nun, das ist ein interessanter Ort. Wie gefällt es Ihnen dort? Ich weiß noch nicht. Man muss sich wohl erst daran gewöhnen. Nein, ich beneide Sie nicht. Warum sagen Sie das?
Die Leute verhalten sich komisch, wenn ich sage, dass ich den Besitz gekauft habe. Kein Wunder, man sagt, dass es dort spukt. Glauben Sie an Geister? Wir haben sie gesehen. Natürlich nicht. Du hast einen gesehen! Warum? Man sagt, der Geist von Karno spukt dort, dass es nicht sicher ist, dort zu leben. Na, ist jemand verletzt worden? Oder Gott bewahre, zu Tode gekommen? Also ich habe von keinen Todesfällen gehört, aber von vielen Unfällen. Über die Jahre hat die Familie versucht, Sachen in Ordnung bringen zu lassen. Den Handwerkern ist dann irgendwas Bizarres passiert. Ein Mann hakte sich den Arm ab, ein anderer fiel eine Freitreppe hinunter und brach sich den Hals. Er war sein Leben lang gelähmt. Gott, das ist furchtbar. Gott, aber das ist furchtbar. Die Männer haben wohl einfach nicht aufgepasst. Oh ja. Verschließe dich vor der Wahrheit. Das könnte sein. Ja, ja. Selbst wenn, Sie sind vorsichtig, in Ordnung? Ja, sicher. Ja, ja. Vielen Dank. Oh sicher. Gott, ja. Das ist furchtbar. Ich liebe diese Übersetzung. Wenn auch die Stimmen gelegentlich mal ein bisschen leiser werden, naja nun, also im Großen und Ganzen ist es auch relativ gut zu hören, aber dieser amerikanische Akzent, da komme ich mir nicht so feige vor, wenn ich dann auch mal so ein bisschen so spreche, ne? Ihr wisst ja, wenn ich Angst habe, dann spreche ich gelegentlich so. Entschuldigung? Oder was Schlimmes, ich singe. Ich habe da mal eine Frage. Okay, schicken Sie los. Ja. Ich bin sehr neugierig. War der Kanowaschbesitz überhaupt bewohnt, seit Kano gestorben ist? Da bin ich mir nicht so sicher. Die Templeton-Familie hat ihn ungefähr 10 Jahre nach Kanos Tod gekauft. Das muss so 1910 gewesen sein. Man wollte ein Museum daraus machen, Stromkabel wurden gelegt. Aber wegen einer Serie von bizarren Unfällen und Zwischenfällen kam es nie dazu. Aber hat vor uns in diesem Haus jemand gelebt? Nein, ich glaube nicht. Keiner der Templetons hat jemals ein Interesse daran gezeigt, dort zu wohnen. Vielleicht hat sie der schlechte Ruf gestört. Egal, es schien einfach da zu warten, weitergegeben von Vater an Sohn an Enkel. Das war sehr interessant. Kein Problem. Ja, diese amerikanische Hofflichkeit, na, mit der ah, mit der Tonation in der Stimme wie eine Fernsehverkäufer, ne? Ach, was kann ich für Sie tun? Können wir die nochmal anquatschen? Geht nochmal, Mama, so, wenn das rot ist. Lou? Hallo. Hallo, lange nicht gesehen. Ich wüsste gern mehr über Kano. Ich auch. War er nicht ein weltberühmter Illusionist? War er? Kano war in den 80ern und 90ern auf der Höhe seines Ruhms. Ich glaube, er bereiste die ganze Welt und suchte immer neue, extravagante Vorführungen. Heute wären wir wahrscheinlich nicht beeindruckt, aber damals waren die Leute das. Nach allem, was ich gehört habe, tendierte seine Magie allerdings eher zur dunklen Seite. Ja, ich hatte den Eindruck. Aber wissen Sie, wer er war als Mann? Wie ich die Sache sehe, war er sehr verschlossen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Kano wirklich kannte. Da stellt sich eine gute Frage. Wie viele Ehefrauen hatte er nun genau? Mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, er war 5-mal verheiratet, immer damals im Theater. Bestimmt haben einige in seiner Aufführung mitgespielt. Warum so viele? Was ist mit ihnen passiert? Lieber Himmel, Sie sind ja voller Fragen. Mal sehen. Mir scheint, dass 2 oder 3 von Ihnen gestorben sind. Bei den anderen, da bin ich mir nicht so sicher. Eine Sache im Zusammenhang mit Kano ist niemals bewiesen worden. Es gibt das Gerücht, er hat die schwarzen Künste praktiziert. Das ist interessant. Ja, nicht wahr? Na, danke für Ihre Zeit. Gern geschehen. Okay. Also ne, hört in den Dialogen gelegentlich, kacken die Stimmen so ein bisschen lautstärketechnisch ab. Und das ist im Spiel. Die deutsche Übersetzung ist tatsächlich, sagen wir mal, ich mag sie mittlerweile, weil sprechen viele amerikanisch so ähnlich wie ich, ne, wenn ich Angst habe. Aber ich habe das damals im englischen Original gespielt und da ist die Soundqualität top, muss man sagen. Also es ist mit dieser Übersetzung nicht zu vergleichen. Ne, das geht alles fließend und ohne irgendwelches Rauschen und Zischen und Lautstärkenschwankungen, aber... Naja,
Es hat trotz allem eine Menge Flair, das ganze Ding, finde ich. Wir können sie nochmal abquatschen, das machen wir auch. Entschuldigen Sie, Lou? Lou? Oh, hello. Oh, hi, hello, Mary Lou. Tut mir leid, dass ich Sie wieder stören muss, aber wissen Sie, ob Kano Kinder hatte? Ja, er hatte ein kleines Mädchen, glaube ich. Irgendwas ist ihr passiert, aber ich kann mich nicht erinnern, was. Nicht so schlimm. Es war nicht so wichtig. Alles klar. Ja, wir haben Tag eine ganz noch. Komische Wolke über dem Kinderbett gesehen und dem Teddy ist der Kopf abgefallen und das ist alles gar nicht normal. Lou, I say hello, Mary Lou, la 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 la. Entschuldigung, Lou? Lou? Oh, hallo, Adrian. Ah, Adrian, was kann ich für Sie tun? Oh, eine Menge. Also, ich habe über Kano nachgedacht. Ah, ich auch, ja. Wissen Sie, wie er starb? Ich kenne keine Einzelheiten, aber eines Nachts hatten Kano und seine Frau Marie einen furchtbaren Streit und dann waren beide tot. Die Polizei fand sie am nächsten Morgen. Das war etwa in den späten 1890ern. Und wo ist Kano jetzt? Ich glaube, er ist irgendwo auf ihrem Grundstück begraben, zusammen mit Marie. Da kriegt man ja Angst. Aber echt jetzt? Oh, er kann ihnen jetzt nichts mehr tun. Das war's. Außer natürlich, sie glauben an Geister. Das tue ich nicht. Kano ist begraben und tot. Natürlich, meine Liebe, natürlich. Adrian, du hast... Oh, tut mir leid. Danke für Ihre Hilfe, Lou. Nicht der Rede wert. I say hello, Mary Lou. Pass mal auf, du hast einen grünen Geist gesehen, der ist abgehauen, hat deinen Don irgendwie einen auf den Kopf gehauen und es ist irgendwie nochmal rot. Hallo, Mary Lou. Ha? Kommen Sie. Hi, Adrian, was kann ich für Sie tun? Oh, nichts, ich schaue mich nach. Okay, dann haben wir jetzt alle auf. Sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Alright, wir sagen Bescheid, ne? Wenn wir haben gesehen, eine wunderbare Antiquität, wir müssen unbedingt kaufen. Wir sagen auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt können wir uns was angucken. Ah, das ging ja eben nicht, okay. Schön was. Oh, schaut mal, wie schön. Was können wir denn machen? Da gibt es eine Hand. Entschuldigung? Ja? Sie haben da ein wunderschönes Kruzifix in der Vitrine. Ah. Ja? Ich wüsste gern, was es kostet. Ja, ein herrliches Stück, nicht wahr? Ja. Ja. Jetzt kommt die Verkaufstante. Dieses spezielle Kruzifix ist nicht so sehr alt. Nur aus dem frühen 19. Jahrhundert. Aber es ist ein seltenes Stück. Aus Titan. Einem Metall, das gerade entdeckt worden war. Dass man damals schon Titanschmuck gemacht hat? Normalerweise nicht. Deshalb ist es auch so selten. Es interessiert mich. Also, wie viel? Und nicht zu viel, wenn man daran denkt, wie selten es ist. Nur 2000. So viel? Das ist mehr, als ich mir im Moment leisten kann. Also in diesem Fall, lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Ja, bei Geld hört die Freundschaft auch auf die Fanschaft, ne? Sie ist ja ein Fan von ihr, ne? Und das ist, ja, money makes the world go round. Und unsere World ist jetzt leider zu Ende, denn der Folge beendet. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, was wir noch alles shoppen können. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn es alles ganz schrecklich.